Hier München mit kreisrundem Haarausfall. Willkommen zurück in Enderal. Was ist das denn hier? Okay, einfach nur Standardfenster. Ja, ich habe heftig gekämpft. Also Silberschwerter auf jeden Fall auch nützlicher als andere Waffen gegen Elementare. Unser Kollege ist ein bisschen buggy. Der kämpft da gegen die Wand. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er das ja irgendwann im Griff, das Ganze. Aktuell noch nicht. So. Ihm war ich schon so ein bisschen beraubt hier. Schatulle kann ich nicht aufmachen. Jetzt ist die Überlegung. Mal kurz oben. Warte mal, da war ja gerade ein Gegner angezeigt, ne? Ah, ist er. Ja, der wird später nicht zurück sein, wie er gesagt hat. Der hat ja hier zu tun. So, jetzt ging's hier. Unten geht's noch in den Keller. Ah, okay. Okay, dann bleibt uns hier bloß noch wirklich der Keller zu untersuchen, wie es aussieht. Oben geht's ja wieder zurück in die Halle. Es graut mich echt, was da unten los ist. Ne? Die sind so stark teilweise. Diese normalen Drauge, mit denen ich zum Anfang so mein Problem habe, gegen die kämpfe ich mittlerweile richtig gerne. Boah, nein. Was ist das denn für ein Krabbenungetier? Ist ja bärstig, Alter. Haben wir nur eine coole Schriftrolle oder sowas? Ich kann ja auch immer noch nichts Geiles beschwören, weil ich ein Lappen bin. Wisst ihr, was wir mal machen? Ja, das kann ich ja 1000 Jahre nicht rufen, wäre cool, aber. Nee, du sollst mal so. Gut, okay. Schon mal gut, dass er geht, obwohl ein Gegner in der Nähe ist. So, wir werden jetzt einfach mal irgendwie so ein bisschen in Entropie investieren müssen. Das ist das hier Fokus, ne? Damit fängt's an. Ein Synestrop. Das ist es doch eigentlich. Gedankenpflanzung, geübter Ritualist. Und sie gleichzeitig, das ist doch eigentlich geil. Kann man das eigentlich, kann man Sachen, wenn einer hat? Skill ich hier das Falsche, Alter? Aber es gibt doch dann nur die Schule hier, Elemente, Feuer, Eis und Tralala. Und Licht und Mentalmagie. So, wenn wir jetzt gucken. Ja, nur noch mal kurz, um ganz sicher zu gehen. Hier steht natürlich nichts bei. Doch, Entropie. Stufe Experte, Lehrling, Geselle. Ja, der Sinnestrop ist der Entropiezauber. Bin ich schon der Meinung. Was ist das andere noch? Mystische Bindung? Nee, Waffen will ich nicht. Okay, also bitte. Jetzt haben wir nur drei Seele verschlingen. Das ist natürlich geil, brauche ich eigentlich nicht. Mystischer Ruf. Das ist stark, Alter. Um fünf, also die leben einfach wesentlich länger. Der Gesellenstufe um 35%.
Leben für wiederbelebte Tote. Ah, es fehlt uns hier ein Punkt, ne? Um hier auf Experte gehen zu können. Na komm, nehme ich erstmal das. Noch mit dazu. So. Jetzt müsste ich ja mein Bärchen schon ein bisschen günstiger rufen können, ne? Der Ahne müsste ja auch günstig sein jetzt mittlerweile. Ja. Alles klar. Von dem haben wir, können wir natürlich uns immer noch verabschieden. Ja, müssen wir uns vielleicht mal eine Kutte zusammenbasteln. Okay, so. Natürlich krass investiert, die letzten Levelpunkte. Er hat sie mittlerweile einfach mal umgedreht. Hey, das ist bloß die Hälfte jetzt, das lohnt sich. Ach, das ist so ein Ding. So, ihn könnte man dann beschweren hier, so ein Hässler. Boah! Aber da hat sich das Bärchen gelohnt. Die Magie, wenn der Mana regeneriert sich schneller. Naja. Zur Not zum Verkaufen, hä? Alter, wo ist der Archivator? Oh nein! Schon wieder so ein Biest. Hilfe! Hilfe! Spinne, hilf mir! Spinne, wo bist du? Vielleicht noch einen Bären holen? Nur mal zum Gucken. Oh Gott, der macht mich jetzt fertig. Der kann nicht aufbrechen. Der kann nicht abbrechen. Oh, das interessiert den Archivator ja nicht, Alter. Aber was gibt's denn in eurer Abtei hier, bitte? Oh, ich hab die Kacke nicht gespeichert, ne? Oh, wie ich mein Leben noch. Ich hasse das. Oder doch? Haben wir das jetzt, seitdem wir zurück sind? Ah, kein Schimmer, ey. Naja, anscheinend schon. Das ist echt immer das Ärgerliche, ne? Ich will ja auch meinen Überfallmoment haben. Ein treuer Gefährte. Handwerkskunst, Rhetorik von übersehen, weil er so zugemoost ist. Aber er kann doch nicht plötzlich einfach auftauchen. Oh Gott. Er brennt mir mit weg, ey. Wir haben ihn gleich. Oh. Set des Aschekriegers. Schleichen ist einfacher. Ah, Tribunals. Aber es ist nicht das, was ich skillen möchte, ne?
Massives Wegestreuen-Schild der Bastion. Sieht abgefahren aus. So, jetzt darf ja hier eigentlich nicht mehr so viel Schlimmes passieren, oder? Ich speichere mal. Was haben Sie da im Bild? Wer musste denn hier im Keller schlafen? Das ist jetzt schon nicht so vertrauenserweckend hier. Lass mich doch bitte erstmal hoch hier. Ach komm. Hier geht's zur Bibliothek. Da sollten wir ursprünglich suchen. Ich vergesse das nachher hier unten wieder, aber ich glaube, da unten geht richtig der Punk ab. Oder wir müssen da sowieso nachher hin. Das kann auch sein, ne? Komm, wir gehen erstmal hoch und suchen da, wo uns befohlen wurde. Hab ich bestimmt gesehen. Ach, da oben. Oh, Junge, wie gemein ist das? Ah! Ja. Oh, ich hab meinen Kopf gestoßen. Ist das fies, ey. Was ist denn der Schütze? Nein, Digga! Oh, ey. Ich hasse dieses Ansturmgerenne. Es ist so behindert, Mann. Es dauert die Jahre und die Wahrscheinlichkeit, ne, dass du währenddessen umgebracht wirst, die ist bei 100%. Alter, niemals. Das ist so gemein. Und die können alle zusammenwirken und du stehst immer da wie so ein Schwengel, Alter. Und kommst an und bist direkt. Du kannst dich ja nicht mal vorbereiten. Du bist ja einfach nur am Arsch. Das ist so übel. Ja, Alter, wo er die Dinger langsammelt. Ach, noch einer. Ach, komm. Ist das unfair, ey. Es ist auch egal, wo du hingehst. Alles ist einschießbar. Ey, hört doch mal auf, Mann. Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Die Klappe da oben. Nee, ey, du hast doch andere. Das gibt's doch nicht. Das ist so krass, Alter. Das interessiert die auch gar nicht. Da hat nichts anderes zu tun. Nö, nö. Feuerelementar steht da. Ist egal. Auf mich wird irgendwie rumgeritten. Ey, nee, Mann. Brauch ich nicht. Aber wozu? Wozu mache ich das denn alles, weißt du?
Wenn hier eh jeder tut, wie er Bock hat. Der hämmert mir von da hinten Pfeile rein, Alter. Kriegt hier schon wieder eine Eisnummer durch. Den Hit nehme ich noch mit. Was sollst du machen? Das geht gar nicht. Also, sorry. Ey, stellt hier doch mehr Scheiße rein, Alter. Was soll ich denn tun, Mann? Unfairness, Unfairness, Unfairness. Einfach nur die Masse. Ich stehe hier schon wieder und kann mir die Pfeile gönnen. Du kannst dich auch nicht bewegen, während du das machst, ne? Die Schule der Unbeweglichkeit. Nee, boah, bräuchte ich auch nicht. Ist sie durchgeflogen? Fußrodar, Alter. Du Sack. Ey, nee! Das ist einfach nur ein gewaltiges Nee! Es gibt, glaube ich, nichts, was so unfair ist wie dieses Game. Was soll ich denn hier in der scheiß Bibliothek, Alter? Hier stirbt auch gefühlt einfach nur nichts. Ja, es ist. Ich kämpfe hier einfach gegen alle. Ja, ja. Eine Million. Hälfte des Lebens? Oh Gott! Das ist so eine Scheiße. Das ist so ein gequirlter Dreck, Mann. Was soll das, Alter? Nee. Das brauche ich nicht, Mann. Ist hier überall durchfrostet, das ist so krass. Ja. Lieber Geld ist ja nicht gerechnet. Also, sorry, ihr wollt ja nicht rennen. Was soll denn bitte? Oh ja, dann kommt man einfach hinterher. Und ja, ist da ein Schild da im Keller und du schießt die Wand, ey. Nee, Mann. Das ist einfach nur nee. Was im Gottes Namen? Oh, jetzt er beschwört die Tote neu. Diese Heiltränke nicht saufen, Alter. Jeder Hit ist sowieso mein Ende. Das ist so egal. Das ist so bescheuert, Alter. Also, ich brauche hier doch nichts machen. Ich pull hier stundenlang im warum bin ich denn fast tot, Alter? Ey.
Ja, oh, er ist schon wieder rein. Er ist schon wieder rein. Die kann man nicht bewegen jetzt. Zack, Ende. Sorry, ich bin raus, Alter, ne? Ich komme ja nicht mal mehr weg, weil die Kunden mir hinterherlatschen. Wie? Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus, Mann? Das ist so unfair. Alter, ich habe doch gar keine Chance. Und er ist jetzt weg hier, oder was? Was machst du denn? Hilfst du mir? Oh, warum schon wieder so viel Damage? Warum sterbe ich hier? Wollen wir mal Ihnen erklären, warum ich hier sterbe? Ah, ich bin nicht gestorben. Weil, aber jetzt, oder was? Was ist hier los, Alter? Ey, nee, Mann. Nee, das ist einfach nur ein gewaltiges Nee hier. Was ist das bitte für ein Quatsch? Warum sterbe ich, wenn ich einfach nur irgendwo lang laufe? Diese ganze Kacke mit dem Frost, das kann doch nicht sein. Ich brauch dich. Komm ich dir doch klar. Sie schimpft. Umgehen. Ach so, natürlich. Wir müssen doch hier stehen, eigentlich. Geister bestochen. Und der noch lebt und dann einfach 1 Million Schaden weitermacht. Und dass ich wieder mein erstes Leben weg habe. Also, nee. Was macht ihr denn hier? Viel zu viele Feinde. Viel zu viele, viel zu starke. Ich weiß, 4 soll das schwerste sein, ja. Aber diese. Ich weiß nicht, es ist Magie, Pfeile, es ist alles, weißt du? Ich will da nie wieder rennen. Hier schon den Schwarzbären holen.
Okay. Ist hier oben weg? Oder was auch immer das war? Ah, ist nur Deko? Ah, jetzt hat Gitter da unten aufgemacht. Wie, jetzt sind die einfach alle fort hier oder was? Ich weiß ja nicht. Oh, als Stab, der diese Viecher beschwört. Jetzt wirklich Kinder mehr hier? Das waren doch niemals alle. Als ich hier gekämpft habe, waren hier 10 Gegner unterwegs. Wir haben doch im Keller da gerade bloß 3 oder 4 erschlagen. Magiewiderstands. Wie das hier liegt. Anscheinend hat hier doch 2, 3 erwischt. Okay. Der Haufen des Schatzmeisters. Guck mal, das sieht doch gut aus hier. Eigentümlicher Kristall. Und? Fündig geworden? Ja, aber da ist nicht mehr viel übrig. Die Decke ist eingestürzt. Was? Nein, das kann nicht sein. Zeigt her! Tja, bitte sehr. Verdammt, 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 verdammt! Das ist doch nicht möglich! Scheinbar schon. Was ist jetzt mit meiner Bezahlung? Die bekommt ihr. Okay. Das hätte jetzt. Warte mal. Fragment rechtes Horn. Davon habe ich auch schon mal irgendwas gefunden. War das jetzt eine Vision, die hätte auch passieren können? Waren wir der Söldner? Okay, na gut. Jetzt können wir erstmal zurück zu ihm. Oh. Wie gruselig. Zu den Hallen konnte man hier nicht direkt irgendwie zu. Ah ne, es geht nicht. Okay. Naja, vielleicht hast du dich auch einfach verdammt nochmal getäuscht und dieser beschissene Kristall war nie in diesem Kloster. Schon mal daran gedacht? Er ist hier. Wir suchen weiter. Wie du willst. Wir haben ja alle Zeit der Welt, was?
Wo hat er an der Wand rumgeknetet? Ah, da seid ihr. Und? Das war zu erwarten. Was genau? Interessant. Ich schätze, das waren Szenen aus nahegelegenen Eventualitäten. Der Kristall hat euren Blick verstärkt und euch Elemente davon als Abbilder in unserer Realität wahrnehmen lassen. Lishari? Ja, natürlich. Das muss eine Szene aus einer Realität gewesen sein, in der sie das Attentat überlebt hat. Oder in der es vielleicht nie stattgefunden hat. Und ich habe sie an eurer Stadt um Hilfe gebeten, was eigentlich auch mein ursprünglicher Plan war. Reden wir nicht darüber. Dass wir ihren Mörder immer noch nicht gefasst haben, treibt mich in den Wahnsinn. Ich hab den Söhne. Habe ich das? Ah, ich sehe schon, was ihr meint. Ihr zieht daraus Rückschlüsse auf meine Person. Auf mich. Richtig? Ja. Ist es. Ist es euch bewusst, dass häufig ein kleines Ereignis reicht, um den Charakter eines Menschen permanent zu prägen? Ihr wisst nicht, was dieser Yuslan aus der anderen Eventualität erlebt hat. Er ist vermutlich ein vollkommen anderer Mensch. Oder wer weiß, vielleicht war der Söldner auch ein Halsabschneider. Jedenfalls müsst ihr keine Angst haben, dass ich dasselbe mit euch vorhabe. Darf ich jetzt den Kristall sehen? Nein, das ist mein... Danke. Ich habe übrigens die Legierung. Etwas ramponiert, aber das sollte sich richten lassen. Faszinierend. Ein Jammer, dass wir ihn verbauen müssen. Gut, das wäre erledigt. Ich bringe den Kristall nach Ark und werde ihn dort in ein sicheres Behältnis geben. Hier, das habe ich vorhin gefunden. Eure richtige Belohnung bekommt ihr noch, aber ich kann damit nichts anfangen. Ihr vielleicht schon. Ich werde ein paar Tage brauchen, um den Weltenwandler zu rekonstruieren. Vorausgesetzt, ich finde einen fähigen Metallurgen und einen Steinmetz. Treffen wir uns in 2 Tagen im Schlagloch. Das ist eine Art Arena in der Unterstadt, falls ihr noch nie da wart. Warum denn da? Gut, bis dann. Okay, ich habe gedacht, wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen mehr gemeinsam hier unten zu tun. Betonung auf gemeinsam. Na gut, okay, dann nicht. Das heißt auf uns, dass wir noch in den Keller müssen. Nee. Da waren wir schon, ne? Da haben wir ja den Archivmeister erschlagen. Sind wir denn durch hier, echt? Danny auch was von Laboratorium erzählt? Okay. Guck mal. Ein bisschen Geld. Ach, jetzt weiß ich wieder. Wenn wir auch wieder hier, landet nur an einer anderen Position, ne? Ich will mich hier eigentlich nicht mehr kloppen, das hat mich so aufgeregt, ne? Nee, ich kann nicht mehr machen. Du kannst doch gar nichts machen. Er läuft rückwärts, spammt sein Zeug. Du stehst als Nahkämpfer einfach neben ihm irgendwie, ne? Kriegst alles ab, du kannst nichts tun. Guck dir das an.
Also wie stark ist dann bitte diese Eismagie? Das... Jag ihn! Boah, haben sie mit euch gemacht? Krass. Das sieht ja cool aus. Schlachtaxt des Lichtes. Wegen der gewaltigen Lebensenergie. Oh, Frostresistenz. Oh Mann. Oh, das hätte so geholfen. 40%. Hier gibt es schon viele Geheimnisse zu entdecken, wenn man hier ein bisschen akribisch rumturnt. Was ist noch so ein Ding? Ich glaube, da unten wären wir dann rausgekommen. Da ist bestimmt noch ein Zugang. Der hätten wir schön vor dem Elementar gestanden. Ach man, ja, kein Bock hier, komm. Wir reisen jetzt nach Ark. Oder gibt hier noch was Cooles? Ich meine, hier bestimmt, aber... Was soll denn das überhaupt für ein grünes Gestein hier sein? Ist das dieses Thorium? Ja, man kann es ja nicht abbauen oder so. So, mit dem lege ich mich bestimmt nicht an. Ich habe übrigens von diesem, auch von so einem Mod-Projekt gehört, das heißt Sky Oblivion. Das quasi Oblivion nachbaut in mit der Skyrim Engine. Aber halt natürlich wieder in sehr schön. Das sieht auch beeindruckend aus, freue ich mich irgendwie drauf. Ach stimmt, wir haben hier die Käfer erschlagen. Dann würde ich jetzt gerne einfach noch den Rückweg irgendwie vernünftig machen, nachdem wir uns hier schon so hergeschietet haben. Also genau hinter dem Haus der Quellwacht. Ey, wirklich, man hätte einfach nur genau auf der Straße bleiben müssen? Mhm.
Dachte ja, ein bisschen zu einfach, ja? Ja, aber da das natürlich eh noch dauert, bis der fertig ist. Ich glaube, ich habe hier damals. Wir müssen natürlich ein bisschen vorsichtig sein hier. Vielleicht rufe ich mir immer noch schnell so ein Dings-Elementar. Ah, nee. Ach, Eis habe ich auch. Ich meine, ich habe jetzt zwar alle erschlagen, bin ich der Meinung. Ich weiß nicht, ob ich hier drin weitergemacht habe. Doch, im Heiligtum waren wir drin, ne? Das haben wir, glaube ich, auch zusammen gemacht. Alles abgeerntet. Er war bereits hier. Ih, da unten ist ein Käfer. Macht er. Ah, wo ist mein komisches Vieh? Frag für einen Kumpel. Ein Ton da unten rum. Ich glaube ja. Gleitet hier auf seinen Feuerschlittschuh durch die Gegend. Was ist das hier hinten? Höhen. Hier können wir doch auch rüber balancieren, ne? Und direkt wieder voll mit dir Sochse, Alter. Moment mal, da ist wer. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nie gesagt. Moment mal, da ist wer. Ihr meint das ernst, was? Ihr meint das ernst, was? Natürlich, muss er überleben. Gewicht 1. Schaden verursacht. Böse. Aber doch gesagt, er soll einfach das Gold rausholen. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Immer müssen sie sich wehren. Taschendiebstahl. Das ist noch echte Kunst. Warum? Ich bin jetzt. Schleicht sich ein, holt sich, was man will, und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Hört sich eigentlich eher langweilig an. Nur ein Kratzer. Nein! Nein! Boah. Mit Stufe 20 kommen wir natürlich hervorragend klar.
Eigentlich wollte ich jetzt bloß hierher kommen, um in der Hoffnung zu sein, dass man hier irgendwo pennen kann. Ja, top. Gibt noch einen leckeren Eimtopf oben drauf. Gucken wir mal, wer hier noch findet, und dann knall ich mir hin. Dann haben wir nämlich wenigstens vielleicht einen schönen Tag am nächsten Morgen. Irgendwo schmiedet hier wer? Du sitzt auf dem Stuhl, denkst du, du spürst, kommt immer ein Typ mit der schwarzen Axt. Und einem blutigen Kittel. Und rastet einfach wie Irre auf dir aus. Und du denkst, du kannst so gemütlich an deinem Feuer sitzen. Auf ihn! Aua! Wie meine Schläge wieder jetzt. Dreifach ins Leere! Ja, ja. Ich verstehe die Logik nicht mit dem Feuerwehr. Ich schneide es genau wie die Feuerpfeile. Wenn du nicht direkt die Pfütze triffst, dann geht diese ganze Pfütze nicht in Flammen auf. Das ist total bescheuert. Ist das alles? Hurensohn, Elender! Das wirst du bereuen! Ja, und sie hat durch ihn hindurch geschossen. Nur mal so als Info. Oh, Ding. Okay, Leute. Wir machen hier romantischen Feierabend und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Enderer wieder. Haut rein. Auf ihn.